Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zum Train Mechanic Simulator 2017. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und seht ihr, was ich mal eben machen wollte, ist die Language einstellen. Da gibt es nämlich auch Deutsch. Dankeschön für die Hinweise, meine lieben Freunde. Ihr hattet es in die Kommentare geschrieben und ich habe natürlich hier schön auf Englisch gespielt. Aber ey, ist ja nicht schlimm. Haben wir unsere Englisch-Skills ein bisschen vorangetrieben, ne? So, was wir auf jeden Fall haben, sind drei verschiedene Aufträge, die wir uns hier auswählen können. Die Lokomotive wurde während eines Gütertransports beschädigt. Das hintere Drehgestell ist defekt und muss schnellstmöglich repariert werden. Die Lokomotive fuhr auf etwas auf den Schienen auf. Die Reparatur des Treibradsatzes des vorderen Drehgestells ist notwendig. Die Lokomotive blieb auf den Schienen stehen. Scheinbar hat sie ein Problem mit den Fahrmotoren. Sie muss zur Werkstatt abgeschleppt werden. Machen wir ganz normal weiter mit Auftrag Nummer 5, würde ich sagen. In der Hoffnung, ach, da ist es ja schon. In der Hoffnung, dass wir, ach du Scheiße, bald mal hier Steam bzw. Electric, Electric-Loks auch machen können. Führe alle notwendigen Reparaturen des Drehgestells durch. Vergiss nicht, alle wichtigen Elemente, wie womöglich bestätigt sind, zu überprüfen. Einkommen für die Aufgabe 500. Okay, das ist das coole Stück. Oh, da bin ich so beeindruckt, da fahre ich direkt hier runter. Ist aber auch der Hammer, ne? Diese ollen Diesel-Loks hier. Ist das mal geil, oder? Jetzt mal ohne Mist. So, und da wollen wir doch mal schauen, wie es aussieht. Hier haben wir doch schon, hier sehen wir doch schon, was da nicht so richtig, oder? Jawohl. Wir schauen mal. Hier hinter. Ach ja, hier. Genau. Sieht man das jetzt eigentlich auch in der Perspektive im Moment? Ah, hier kann man ganz gut erkennen. Jo, hier sind ein paar Sachen auf jeden Fall. Kaputana Miseria. So, und das heißt, wir überprüfen die mal. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Alles kaputt. Da wahrscheinlich auch. Jo. So, ich weiß gar nicht, wie viele Teile das waren. Guck mal hier, die Schläuche müssen wir auch austauschen. Die Hydraulikschläuche. Wenn es ja ein Hydraulik... Ja, doch, müssten Hydraulikschläuche sein. So, dann müssen wir mal hier ein bisschen untersuchen noch das Ganze. Ich glaube, der hier sieht auch nicht mehr so fit aus. Richtig. Gut analysiert, Manus. So, guck mal. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Na, jetzt passt mal auf, was wir machen. So, jetzt brauchen wir erstmal den ganzen Krampel hier raus. Diesen ganzen Klumbotsch. So, dann können wir die Achslager noch rausnehmen. Die zwei Stück. Einmal links, einmal rechts. Da. Die vier Schrauben lösen. Kein Problem für uns. Dann hier die zwei dicken Bolzen raus. Da. Das Gummilager, oder was ist das? Der Gummipuffer, ne? Ist das, glaube ich. Find mal raus. So, dann müssen wir erstmal hier die Leitung rausnehmen. Müssen leider hier diesen Hydraulikzylinder losschrauben. Den muss ich mal ganz kurz noch... Ne, der ist fit. So, den müssen wir leider auch noch losschrauben. Zap, zap, zap. Okay. Und dann kommen wir jetzt an unser eigentliches Teil heran. Sehr gut. Zack, zack, zack. Sieht aber auch nicht mehr so schön aus hier. Aber ist alles noch gut, ne? So, dann die Leitung hier noch raus. Und der muss auch noch raus. Ach, du grüne Neune. Ja, dann müssen wir die auch noch alle abschrauben. Das ist halt so, ne? Aber ist auch kein Problem. Für uns. Als Profi. Mechaniker. Für Züge. Haben wir ja schon so oft gemacht, ne? Züge reparieren. So, okay. Und noch einmal. So. Sehr schön. Okay, ich glaube, ich habe erstmal alles ausgebaut. Ja, passt. Ich glaube, wir haben alles. Dann gehen wir doch mal zu unserer Workbench und schauen mal. Tja, ist jetzt die große Preisfrage. Probieren wir es zu reparieren oder lassen wir es? Das ist halt das Problem. Ich glaube, diese Gummifedern
Die können wir wohl probieren. Ja, das geht sogar. Verbindungsstück. Das Verbindungsstück probiere ich auch mal. No! Super. Dann kann ich das Verbindungsstück auch probieren. Sollte ja auch klappen. Sehr gut. Das ist die Frage, was ist mit den Achslagern? Ach komm. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, woran man das festmachen kann. Ob die reparabel sind oder ob die nicht reparabel sind. Das ist so ein... Ja, das ist zum Beispiel nicht mehr reparabel. Scheiße. Müssen wir austauschen, leider. Dann müssen wir nochmal hier... Ne, Elektrik ist nicht. Hydraulik. Hier die hydraulischen Bauteile. Mag eigentlich meines Erachtens so ein Stoßdämpfer ist hinüber. Ne? Wenn einmal kaputt ist, ist er kaputt. Und genauso sieht es auch aus. So, die Leitung. Na, ich weiß nicht. Ach, Mann. Okay, das heißt, wir brauchen zwei Stoßdämpfer für die Achslager. Hydraulik. Ist das der? Wir brauchen auf jeden Fall eine Hydraulikleitung für die Bremse. Und zwei Stoßdämpfer. Ne, dann brauchen wir noch was. Ups, shit. Ist das jetzt im Warmkorb noch drin? Ja. Dann brauchen wir noch diese Achslager. Da gibt's nur die, ne? Ne, warte mal. Das kann raus. Was ist denn jetzt hier das Problem? Wieso hat denn der jetzt mir das wieder aus dem Warenkorb raus? Stellen. Okay, bestellen. Kann man das nur einzeln machen oder was? Stellen. Oh, nicht gut. Werkstatt. Ah! Hier haben wir doch Werkstatt aufrüsten. Na, ich bin doch ein Mongo. Ist doch unglaublich. Na dann. Wir haben noch 4200 Bargeld. Schrauben. Es geht nichts über Schrauben, ohne Mist. Reparatur, wir können mechanisch weiter zu reparieren. Machen wir mal den noch. So, okay. Kann man eigentlich. Moment mal. Können wir. Ersatzteillager I. Die können wir nämlich verkaufen. Genau. Haben wir noch ein paar Euro dafür gekriegt, ne? Da kann man mal nichts sagen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Ne, haben wir. So, dann einmal wieder zusammenbauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben. Oh. Wir haben zweimal Schrauben aufgerüstet. Oh nein. Ich habe die falschen Stoßdämpfer gekauft. Ich krieg einen Pelz, Alter. Ehrlich jetzt. Ich. Nee, bitte nicht. Nein, tu mir das nicht an. Aber es gab dann nur die. Wieso soll ich denn die falschen Stoßdämpfer gekauft haben? Was ist das für ein Quark? Aber der schraubt bedeutend schneller, das ist schon mal cool. Och Mann, ey. Tu mir das dann nicht an. Problem ist, wir kassieren den Bonus nicht, weil wir das Budget nicht halten. Das ist jetzt der einzige Nachteil, aber trotzdem kacke, finde ich. So, so, so und so. Okay, Lok repariert. Naja, fast zumindest. So, da fehlt uns jetzt quasi ein Teil im Endeffekt. Ne, zwei Teile fehlen uns. Finden uns ja zwei Stoßdämpfer. Achso, warte, hier vorne noch. Okay. So, und jetzt finden uns die zwei Stoßdämpfer. Jetzt müssen wir aber mal jemand erklären. Ne, Quark mit Soße. Hä? Welche Stoßdämpfer sollen das denn da sein? Ja, das kann ja bald nicht sein, oder? Ernsthaft?
glaube ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt einfach nicht. Ach Mann. Das ist echt gemein. Na gut, wir haben die falschen Stoßdämpfer verkauft. Ich hoffe einfach, dass wir sie irgendwo anders brauchen. Eigentlich müsste man so machen, man müsste einen Kunde brennen, das heißt ganz viel einkaufen. Dann kassiert man zwar den Bonus nicht, vielleicht geht das sogar. Achso, warte mal, da drüben haben wir noch was vergessen. Kraftstoffleitung. Dann kassiert man vielleicht den Bonus nicht, aber braucht dann für die anderen Reparaturen nichts mehr kaufen. Oder so ähnlich. Egal. So, Auftrag beenden. 1000 R. So, da rollt sie los, die gute alte Diesel-Lok. Schön. Schön. Fortfahren. So. Was haben wir denn aufgewertet? Die haben wir aufgewertet, ne? Steht es dann irgendwo? Ne, steht nirgendwo. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in unsere Auftragslage. Und checken mal, was hier abgeht. Eine Reparatur. Und UFO auf etwas auf China. Okay. Kein Problem. Machen wir immer rein in die gute Halle. Den nächsten Auftrag, den müssen wir dann schon wieder abholen. Scheinbar wurde Bremsanlage beschädigt. Finde die Ursache und repariere sie. Ja, das ist ja kein Thema. Nächster. Schön. Ich liebe diesen Docks. Ja. Da haben wir es doch schon. Achse ist Schrott. Wie viele Teile haben wir denn? 3 Bratsatz? Was? Hä? Bezeichnung des Bauteils. Echt nur dieses eine Teil? Wow. Ja gut, dann versuchen wir das mal auszubauen. Na gut, man muss dazu sagen, der Dreibratsatz ist nicht einfach zu entfernen. Da muss man ein bisschen was abbauen hier. Dass man den gescheit rausbekommt, ne? So, das heißt... Die Stoßdämpfer. Ach du Grüne Neun, da müssen wir alles zerlegen. So. Die Achslager müssen raus. Und zwar beidseitig. Ups. Das heißt auch der Stoßdämpfer raus. Und das Achslager raus. Sehr gut. So, und dann liegt da zumindest an der Seite schon mal frei und kann rauspurzeln. Dann. Moment, sollten wir den Antrieb entfernen. Und, oh Gott, die müssen wir auch noch entfernen. Was war das jetzt? Die Bremssättel sind das, ne? Gewesen, oder? So, 3 Bratsatz haben wir draußen. Schauen wir mal. Flupdilwupdilwup. Boah. Wenn wir die nicht repariert kriegen, sind wir im Eimer, ne? Jo, hau doch hin. So, sehr schön. Dann wieder rein, das gute Stück. Okay, dann brauchen wir erstmal hier die Achslager wieder dran. Das Ganze erstmal wieder ein bisschen Halt bekommt, ne? So, gleich den Stoßdämpfer dran. Ganz wichtig. Das ist eigentlich der Wahnsinn, ne? Wenn man überlegt, so ein Zug, wie der aufgebaut ist, wie komplex vor allem diese ganze Maschinerie ist. Das finde ich immer so beeindruckend, diese Komplexität bestimmter Maschinen. Auch wenn man, es ist ja egal, was es ist, ne? Ob es jetzt so ein Zug ist, ob es ein Schiff ist. Ist irre. Ist absolut irre. Ein Flugzeug, ne? Selbst die Autos von heute, die sind so komplex. Also man versteht es schon gar nicht mehr. Teilweise. Absolut. Und vor allen Dingen, alles ist vernetzt miteinander, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Alles ist vernetzt. Das fandst du so lustig, diese Diskussion bei Alexa. Ja, Alexa hört ja mal mit und Überwachung und Datenschutz und bla bla. Ja, jeder, der ein Telefon mit einem, jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat, kann abgehört werden zu jeder Zeit. Aber, anderes Thema. Wir können den Auftrag beenden, haben 2000 kassiert dafür. Und wir sind ziemlich gut, so wie ich finde. Und wenn du das genauso siehst, dass wir ziemlich gut sind, mein Lieber, dann haust jetzt mal schön den Daumen unter das Video und, ne, lässt den Manus hier mal spüren, dass er Gutes oder so ähnlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir reparieren in der nächsten Folge und ich habe eine Vorahnung. Wir reparieren in der nächsten Folge Auftrag Nummer 7 und ich glaube, nach diesem Auftrag schalten wir vielleicht Steam oder Electric Lok frei. Wir schauen einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Dein Manus.